Wir gedenken Gökhan Gütekin, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar, Hamza Kurtoviç, Kaloyan Vekov, Meselis Kirpaç, Said Nesar Haşimi, Sedat Gürbüz, Willi Viore Baun, Yana El, Kevin S. Ja, ich habe irgendwie so gemerkt, dass Leute jetzt irgendwie so zusammenkommen. Aber sonst ist alles noch wie beim Alten, aber es ist halt traurig, dass sowas passieren muss. Kann man nicht ändern, so Sachen. Spürst du das in der Stadt noch, wenn du in der Stadt rumläufst, spürst du das, dass das passiert ist, der Anschlag? Jetzt mittlerweile nicht mehr so, aber als da passiert ist, hat man so gedacht, ey, das ist irgendwie von meiner Familie und so. Ist halt schon traurig, weil man hat die Leute gesehen und so alles und es hat hart gewesen. So Sachen. Also ich weiß nicht, ob sich so viel verändert hat. Ich hätte gehofft, dass es mehr bewegt irgendwie. Ich glaube halt im Nachgang des Anschlags hatten die Leute so eine Überzeugung von, naja, das ist dieser eine Volltrottel, der sich hier irgendwie verrannt hat in so einer Ideologie. So, aber wenn wir den beiseite schaffen, dann ist alles wieder cool und easy. Und es wurde nicht so reflektiert als so ein systematisches Problem, so. Sondern eher, ne, dieser eine Typ, dem geht's halt schlecht und um den müssen wir uns eigentlich kümmern. Ne, also jede Woche steht hier immer noch der Stadtnazi auf dem Marktplatz so und der kann da stehen und mit seinem Auto irgendwie so da seine Reden schwingen und stehen da die Leute drumherum. Ja, und es scheint niemanden sonst weiter zu stören irgendwie, man nimmt es so hin irgendwie. Der 9. Oktober ist einfach ein zentraler Tag im Kalender in Sachsen-Anhalt und daraus wird er auch nicht mehr verschwinden und darf er auch nicht. Ja. Und wir als Landesregierung wollen sicherstellen, dass kontinuierlich an dieses Ereignis erinnert wird. Und der Ministerpräsident ist bisher an jedem 9. Oktober dann auch vor Ort gewesen, um das herauszustellen. Und das wollen wir auch weiter so beibehalten. Auf der anderen Seite muss es auch so ein Stück auch die Erinnerung der Betroffenen dort sein. Und das war ja sofort nach dem Anschlag auch so das Problem dieser Überlagerung von politischen Kategorisierungen und dem, dass dann die Betroffenen irgendwann das Gefühl hatten, wir kommen eigentlich hier gar nicht mehr vor. Nachdem wir diesen Anschlag 2019 hatten, über viele Monate nur noch über Polizei geredet. Ne? Muss dann noch ein Stacheldrahtzaun auf die Mauer? Wie viele Kameras müssen es sein? Da stehen die Polizeicontainer. Wir haben nur noch über Polizei geredet. Und unser Ansatz mit Blick auf dieses Landesprogramm war zu sagen, das ist alles total wichtig und ohne das geht es nicht. Leider. Aber am Ende kann Politik, die was für jüdisches Leben langfristig tun will, und das auch nach vorne stellen will, jetzt nicht bei diesem Thema stehen bleiben. Die Bestandsaufnahme stellt Stimmen von Betroffenen in den Vordergrund. Wir wollen die Pluralität und Diversität derjenigen deutlich machen, die in den Städten Halle und Hanau leben
und ihren Erinnerungen an die Attentate den Opfern und Angehörigen Raum bieten. Dazu gehören auch die Stimmen von PolitikerInnen, die sich in ihrer Arbeit mit den Auswirkungen von sowohl Rassismus als auch Antisemitismus beschäftigen. Einer von ihnen ist Felix Klein. Anschläge ist die Motivationslage der Täter. Die Täter haben ihre Opfer nicht nur im Kopf diskriminiert, sondern als etwas anderes betrachtet, als Menschen, die nicht zu unserer Gesellschaft gehören, ausgegrenzt und mit dem Ziel, sie eben zu ermorden. Das ist beiden Attentätern gleich. Das sogenannte Othering ist ohnehin in unserer Geschichte ein ganz unseliges Phänomen, das zu schlimmsten Verwerfungen geführt hat. Und das zweite Parallelität ist, dass beide Attentäter sehr ähnlich gedacht haben. Und es ist eben so, dass jemand, der antisemitisch denkt, in fast allen Fällen auch Muslime hasst, Frauen hasst, Sinti und Roma hasst. Also das hängt immer sehr, 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 sehr eng zusammen. Natürlich einerseits auf konkrete Vorgänge, antisemitische Vorgänge reagieren, das ist wichtig, aber wir müssen auch systemisch reagieren. Und hierzu bietet die Strategie gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben eine Orientierungshilfe. Sie benennt systematisch alle Handlungsfelder, die im Kampf gegen Antisemitismus zur Verfügung stehen. Und gleichzeitig beschreibt sie auch sogenannte Querschnittsdimensionen, die wir immer beachten müssen, auch systematisch, wenn wir gegen Antisemitismus und gegen jede Diskriminierung vorgehen. Diese sogenannten Querschnittsdimensionen sind die Perspektive der Betroffenen. Das ist sehr wichtig. Dadurch kann man Empathie schaffen, wenn man der allgemeinen Gesellschaft einmal näher bringt, wie sich Jüdinnen und Juden fühlen, wenn sie attackiert werden, provoziert werden. Die zweite Querschnittsdimension betrifft die Bildung von Strukturen. Es muss eben institutionelle Möglichkeiten geben, Ansprechpersonen auch innerhalb von Behörden, dass man eine Struktur schafft, um gegen Antisemitismus vorzugehen. Und da haben wir einige Erfolge erzielt. Zum Beispiel bei Staatsanwaltschaften sind jetzt Antisemitismusbeauftragte bundesweit aktiv. Und die dritte Querschnittsdimension ist auch systematisch wichtig, nämlich Digitalität. Unsere Welt ist natürlich sehr stark von der Digitalität geprägt und auch Antisemitismus wie jede andere Form von Diskriminierung äußert sich sehr stark auch im Internet und in sozialen Medien. Und das müssen wir immer mitdenken. Und hierzu, wie gesagt, bietet die Strategie eine Orientierungshilfe. Und sie macht noch einmal ganz deutlich, dass der Kampf gegen Antisemitismus nicht nur eine Aufgabe ist für Behörden, Verwaltung, die Politik und vielleicht die Bildung, sondern wirklich für alle in Deutschland ist. Wir durchbrechen die Ordnung, sprechen sie an. Wir fragen Passanten, wie sich Halle nach dem Anschlag 2019 verändert hat. Ein kompakter Mann trägt eine Kappe mit Marihuana-Print und führt seinen Hund. Er sieht im Attentäter von Halle einen verrückten Einzelnen und lässt uns vor seinem Abgang noch mehrfach wissen, dass er gegen Linksextremismus ist. Der junge Mann aus Afghanistan erlebt strukturellen Rassismus als Pflegeazubi täglich am Arbeitsplatz. Der Mann mit Vollbart findet, alle Rechten würden immer als Nazis beschimpft und lädt uns ein, besser miteinander zu reden. Oben auf dem Marktplatz gäbe es heute noch eine Kundgebung. Die Studentin und der Student sitzen im Schatten einer Laterne auf dem Boden. Sie sprechen auch davon. Jede Woche stünde der Staat-Nazi, wie sie ihn nennen, dort und schwinge seine Reden. Ein Teil der Menge bejuble ihn, der Rest nehme es so hin. So ziehen sie alle ihre Kreise um sich selbst aneinander vorbei. Wir treffen Izmet Tekin. Er ist Inhaber des Frühstückscafé Tekiz, das als Erinnerungsraum an den Anschlag im Oktober 2019 in Halle konzipiert worden ist. Izmet ist Überlebender des antisemitischen und rassistischen Anschlags. Also nach dem Anschlag ist verhindert das Leben der Betroffenen, Hintergebliebenen komplett anders. Also dann startest du. Jeder Mensch hatte eigene Ziele, eigene Träume, lebt eigene Welt eigentlich, aber nach dem Tat verhinderst du dich komplett. Das wird automatisch, was du daran bis dahin geglaubt hast, was du dir überlegt hast, was du
in Staat, in Gesellschaft vertraut hast, alles geht kaputt. Dann muss man alles Neue starten. Die Sehen, die Träume, die Enttäuschungen, damit umzugehen. Das ist nicht einfach. Jeder hat eigene Methode, damit umzugehen. Und es ist auch nicht einfach, wünsche ich niemandem, das zu erleben. Ehrlich gesagt, es ist sehr schwer, aber man muss kämpfen darauf, weiter zu leben. Also normalerweise viele können das nicht, geben auf erstmal für eine gewisse Zeit. Und bei manchen dauert ein paar Jahre, bei manchen dauert bis immer. Manche schaffen schneller, aber es ist Tag zu Tag schwer wird, weil du hast dein eigenes Leben gebaut, Leben, und das wird auf einmal als zerstört. Und das reißt dich immer auseinander. Das zusammenzuhalten ist nicht einfach. Deswegen, wer einen Anschlag erlebt, das ist nicht nur ein Anschlag, danach passierte parallel mehrere Anschläge. Von der Zivilgesellschaft, von der Politiker, von der Jura, von der Nachbarschaft. Also du erlebst immer wieder. Und das tut mehr weh als den Tag. Also man erwartet andere Sachen als zum Beispiel Respekt ist eine wichtige Sache zwischen Menschen. Wenn das nicht da ist, dann du hast selber keinen Respekt zu den Gegner. Und leere Wörter zum Beispiel, damit kämpfen. Und das macht Leben natürlich schwer. Das Teekiez, auf Basis von Spenden und gemeinnütziger Hilfe erbaut, musste im Mai 2022 schließen. Grund dafür waren die fehlenden Einnahmen. Für den Sommer 2023 ist eine Wiedereröffnung als Veranstaltungsort geplant. Das Teekiez bleibt ein Ort der Erinnerung. Besuch der Synagoge in Halle. Am Freitag, den 19. Oktober 2018 um 17 Uhr, trafen wir uns alle an der Synagoge von Halle. Eine Synagoge ist das Gotteshaus der Juden. Wir wurden sehr herzlich empfangen. Die Jungs mussten dort eine Kopfbedeckung tragen, die sich Kippa nennt. Die Mädchen mussten ihre Haare zusammenbinden. Der Schabbat war sehr, sehr spannend. Ich fand das Abendessen sehr schön. Es war sehr familiär. Es ist, als hätte man neue Freunde gefunden. Wir treffen den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Halle, Max Priworotsky, zum Gespräch. Es gab keinen einzigen Mensch, der gesagt hat, ich komme nicht mehr in die Synagoge, beziehungsweise ich komme nicht mehr in die Gemeinde wegen des Anschlags. Ja, und in der Mitgliederversammlung, die wir 2 Monate nach dem Anschlag hatten, im Dezember 2019, es gab keine einzige Frage, das war kein Thema Anschlag. Es war Thema Sicherheit, gerade weil dort laufen jetzt sehr umfangreiche Baumaßnahmen, was Sicherheit betrifft. Also unsere Synagoge und unsere Gemeinde wird leider zu Festungen gemacht. Mhm. Landeskriminalamt hat uns gesagt, ihr müsst das und das tun. Wir können sagen, nein, wir tun das nicht, aber Sie verstehen das. Wir sind keine Fachleute und Landeskriminalamt sind Fachleute. Und wenn die sagen, wir müssen es tun und wir bezahlen dafür kein Geld, sondern das Geld kommt vollständig zu 100% vom Land, dann ich als Gemeindevorsitzende auch darf nicht sagen, nee, das tue ich nicht. Und Hass gibt es von allen Seiten, nicht nur von rechtsradikaler Seite. Rechtsradikale sind, also fast alle, haben diesen Merkmal, die hassen fast alles außer sich selber, ja. Aber es gibt auch Hass von anderen Seiten, und
Hass bringt diese Anschläge. Ein Besuch der Synagoge selbst war an unseren Drehtagen in Halle leider nicht möglich. Trotzdem suchen wir weiter nach Stimmen, die unsere Bestandsaufnahme definieren können. Eine von ihnen ist Valeria Sivtsova. Auch da sein und einfach nur Kindern in der Schule, ich arbeite in der Schule, Kindern auch zu zeigen, hier, wir reden jetzt nicht von irgendwas aus den Filmen, hier, ich bin da, ihr könnt mich fragen, wie es mir geht, wie es meiner Familie ging, mit meinen Werken ist ja, ja, die sind auch, also da geht es auch um das Judentum, aber auch nicht nur. Aber ich spreche immer davon, also wenn ich mich vorstelle, sage ich auch natürlich, dass ich eine jüdisch-ukrainische Künstlerin bin oder auch Schullehrerin bin und damit auch diejenigen, die Fragen haben, auch auf mich zukommen können. Ich mache auch Projekte mit Jugendlichen selbst, wo es nicht immer um das Judentum geht, aber ich sage es auch, also wenn man mich kennenlernt, erfährt man wahrscheinlich in der ersten Stunde eines Gesprächs mit mir, dass ich jüdischer Herkunft bin. Ja. Eigentlich müsste ich sagen, viel merkt man im Stadtgeschehen nicht. Natürlich wird in bestimmten Kreisen, in akademischen Kreisen, in intellektuellen Kreisen immer wieder darüber reflektiert. Aber das ist jetzt also direkt Auswirkungen im Leben hat nicht. Natürlich hat das uns allen einen großen Schrecken eingejagt. Ich kann sagen, dass ich direkt an der Polizeistation arbeite, wo die Polizisten damals ausgerückt sind. Die haben ungefähr noch ein ganzes Jahr immer wieder darüber nachgedacht, geredet, gesprochen in den Pausen, weil es sie so bedrückt hat, dass sie plötzlich mit Maschinenpistolen durch die Gegend rennen mussten. Einer hat wohl auch geschossen und hat ihn auch getroffen in der Ludwig-Wochorer Straße. Und natürlich ist das für einen Polizisten sehr belastend. Ja? Also ich kann jetzt mal bloß für die Polizisten, das habe ich direkt miterlebt. In der Bevölkerung, ja, wurde diskutiert direkt nach diesem Anschlag. Wir waren damals im Urlaub an der Ostsee, gerade an dem Tag. Und es kamen dann die Nachrichten und plötzlich waren wir völlig entsetzt, dass das in unserer Heimatstadt passiert ist. Keiner hätte das gedacht, keiner hätte damit gerechnet und das war schon eine schwierige Situation. Aber wie gesagt, irgendwo hat sich dann alles wieder normalisiert und am Ende, ja, man sieht den Polizeiwagen vor der Synagoge täglich stehen. Ansonsten gibt es nichts weiter. Dass wir eine große Diskussion hatten über Antisemitismus. In bestimmten Kreisen ja. Und ich habe auch zum Beispiel mit Studenten darüber gesprochen. Aber in der großen Breite, denke ich, spielt das hier keine Rolle. Noch in Berlin treffen wir als Vorbereitung auf die Dreharbeiten in Halle Esther Dischereit. Sie ist deutsch-jüdische Schriftstellerin, die in ihrem zuletzt erschienenen Buch die Stimmen der Überlebenden des Attentats in Halle bündelt. Esther Dischereit war ebenfalls von 2012 bis 2013 Beobachterin des NSU-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestags. Wir sprechen mit ihr über die Zäsuren und die Folgen solcher Anschläge. Ich sehe, dass die betroffenen Gruppen sich organisieren. Ich sehe, dass sie Platz nehmen, dass sie sich den nehmen, den öffentlichen Platz. Ich sehe, dass sie visibel, sichtbar werden und dass es eben Bewegungen gibt, Wir sind die Vielen oder NDO, neue deutsche Organisationen. Frag mich, woher wir kommen, frag mich, wer ich bin. Ja? Das sind ja alles Bewegungen, die eben den öffentlichen Raum ergreifen und mit einem doch deutlichen, ich will nicht sagen neuen, aber anderen Selbstbewusstsein, die politische Bühne betreten. Ja, es hat es vorher ja schon gegeben, auch die Kämpfe der sogenannten GastarbeiterInnen. Da darf man ja nicht vergessen, das Betriebsverfassungsgesetz ist so, wie es ist, weil es die Kämpfe der italienischen ArbeiterInnen gegeben hat, die immer es besetzt haben. Und seitdem ist ein Betriebsrat oder Betriebsrätin wählbar, egal welchen Pass sie hat. Ja. Also da hat es Kämpfe gegeben, aber es
wird doch in anderer Form jetzt von den nächsten Generationen der öffentliche Raum betreten und behauptet. Und das sehe ich als die sinnvolle Form an, Rechtsextremismus, Rechte, rechtes Gedankengut, dem entgegenzutreten, einfach im Sinne des Seins, der Behauptung des Seins. Ich kann ja nicht wollen, dass wir uns alle mit Rechtsextremismus als SpezialistInnen und als Betroffene schon gar nicht beschäftigen müssten. Nein, aber das Recht zu sein, das einzufordern und laut zu sein damit, ja, das geschieht ja, das finde ich gut. Also strukturell hat sich die Arbeit nicht viel verändert. Also es war jetzt nicht so, dass man andere Arbeitsprozesse gehabt hat oder extra Meetings oder solche Sachen, aber es hat sich auf jeden Fall in dem Gefühl, in dem Sicherheitsgefühl was geändert. Also ich denke, insbesondere von nicht-jüdischen Personen, aber auch jüdische Personen haben sich vor Halle sehr häufig gefragt, brauchen wir diesen Polizeischutz noch? Ist es wirklich notwendig, dass wirklich 24/7 da jemand steht und es ist ja alles gut und so und es würde ja niemand eine Synagoge angreifen. Vor Kirchen sind ja auch keine Polizistinnen beispielsweise. Aber ich denke, nach Halle hat man gesehen, sobald es so etwas nicht gibt und auch nicht in der Form, ist das eine Einladung zum Angriff. Und dass das eben ja in der Vergangenheit sehr viele Menschen, denke ich, abgeschreckt hat, eben nicht anzugreifen. Und dass eben diese Not für Schutz dennoch immer noch da ist. Und ich glaube, das war in den Köpfen der Menschen nicht immer so präsent. Man hat vielleicht damit gerechnet, dass man auf der Straße angegriffen wird oder dass man beleidigt wird oder vor allem im Internet beleidigt wird. Aber dass es wirklich einen Anschlag auf eine Synagoge gibt, also ich hätte das nicht gedacht und ich glaube, viele Menschen in meinem Umfeld hätten das auch so nicht gedacht. Man muss aber auch dazu sagen, dass sich diese Einstellung dann mit Mai 2021 erneut nochmal verändert hat. Also da hat man das erneut nochmal gesehen, dass es umso wichtiger ist und man es auf jeden Fall braucht. Das heißt, beispielsweise in NRW, in Berlin, in verschiedenen Bundesländern gründen sich immer und immer mehr neue studentische Vereinigungen. Also das sehen wir gerade jetzt nach Corona, dass es wirklich so ein Überfluss fast schon gibt oder eben eine sehr starke Motivation, immer und immer mehr zu veranstalten. Und ich denke, das liegt einmal daran, dass man eben 2 Jahre lang sich nicht organisieren konnte und auf der anderen Seite auch, dass es einfach immer mehr Interesse gibt, einmal von der Öffentlichkeit, aber auch von den Personen selber, sich auch mehr wieder in das deutsche Leben einzubringen. Und eine Sache, also eine Vermutung wäre als Beispiel die Aktion 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, die auch bei der Gesamtgesellschaft gut angekommen ist und sehr, sehr viel mehr Leute sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und ich glaube auch, dass das nochmal geholfen hat, dass sich jüdische Personen auch in Deutschland wohler fühlen und auch gerne das Leben hier zelebrieren möchten. Ja. Anhand von Passantinnenumfragen in der Innenstadt von Halle versuchen wir nun, die Bestandsaufnahme um ein allgemeineres Bild zu erweitern. Ich würde sagen, also es gibt natürlich ein jährliches Gedenken daran. Es gibt auch verschiedene Veranstaltungen. Es gab auch vorher schon verschiedene Veranstaltungen. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass das jetzt eine so immense Rolle in dem täglichen Leben spielt. Also ich wohne unmittelbar in der Nähe des Anschlagsortes und da liegen manchmal ein paar Grenze oder so weiter. Und da steht, ist halt dauerhafte Polizeipräsenz. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich, wenn man da vorbeigeht, zwingend immer damit auseinandersetzt, weil man halt auch diesen Anblick irgendwie gewöhnt ist oder weil man es halt mitbekommen hat. Was wiederum nicht heißen soll, im Gegenzug, dass man an bestimmten Tagen oder nicht doch darüber nachdenkt oder dass es nicht doch eine Form von Erinnerung gibt. Ich muss sagen, dass seit ich hier bin, man merkt, am Anfang war nicht so mit Ausländer oder Rassismus, man hat nicht gemerkt am Anfang, aber jetzt vielleicht wegen zu viele Ausländer oder die andere von anderen Ländern, ich meine nicht nur Ausländer, das hier sind, vielleicht für die Deutschen oder nicht die alle, ist ein bisschen auch schwer, wegen vielleicht die sehen auch, die arbeitslos sind, diejenigen, dass die nicht arbeiten, ist ein bisschen schwer. Deswegen, vielleicht die wollen auch nicht, dass diejenigen hier bleiben. Aber es geht auch nicht um, dass nur diejenigen, die nicht arbeiten. Ich denke, dass keine Info gibt es heutzutage, dass wir sind alle Mensch
Und in Social Medien, das gibt es keine richtige Medien oder das Reportage, das erklärt, dass Menschen, wir sind alle Menschen und wir sind gleicher. Es gibt nicht so viele so diese Info. Und es ist mein Land, dein Land. Das muss ein bisschen runterkommen. Und, ja. Und würdest du sagen, dieser Anschlag auf die Synagoge, der ja antisemitisch und auch rassistisch war, hat die Stadt verändert? Also erinnern sich die Leute an den Anschlag? Hat sich irgendwas in der Art und Weise verändert, wie die Menschen miteinander umgehen oder so? Seit ein paar Jahren, als so meine Erfahrung, kann ich sagen, seit ein paar Jahren habe ich so gemerkt, dass die Beispiel in Halle, dass du. Du siehst auch die Leute, dass die auf die Straße kommen und gegen Rassismus, die werden auch ein bisschen mehr. Das heißt, das war ein guter Ruf für die Halle, für Sachsen-Anhalt, dass bisschen dieser Rassismus ein bisschen runtergekommen und ist nicht wie früher vielleicht. So denke ich, so sehe ich. Ja. Das ist Paul von Tagebuch der Gefühle in Halle. Eine Gruppe von Studierenden, die sich als moderne Zeitzeugen bezeichnen und ihre Eindrücke und Gedanken von historischen Ereignissen in Form von Tagebucheinträgen publizieren. Auch sie haben einen Beitrag über den Anschlag in Halle gestaltet. Ja, ich glaube, anderthalb Wochen nach dem Anschlag ein Video entstanden, wo über 30 Leute sich klar positioniert haben aus verschiedenen Alters, aus verschiedenen Ländern auch. Und das zusammen mit Bildern von dem Gedenken vor der Friedhofsmauer der jüdischen Gemeinde. Und ja, daraus ist ein ziemlich, finde ich, starkes Statement geworden, in dem sich junge Menschen auch direkt nach dem Anschlag positionieren und Haltung zeigen und auch zeigen, wir sind mehr und wir stellen uns dem auch dagegen und wir lassen es nicht einfach passieren. Ja, auch als Stadtgemeinde wahrscheinlich. Als, genau. Ja. Und ja, da erhalten wir auf jeden Fall viel Unterstützung auch von Persönlichkeiten der Stadt. Ja. Generell möchten wir alle Leute mit dem Projekt erreichen. Wir haben aber so angesetzt von Schülerinnen zu Schülern, also damals war ich noch in der Schule, jetzt vielleicht von Studis zu Studis, dass wir halt unsere Zielgruppe erreichen, so auf einer Augenhöhe und auch so mit den Inhalten, die wir gut finden, also wo wir denken, die kommen auch gut an so. Und es hat sich aber gezeigt, dass auch viele ältere Leute da ein bisschen Nachholbedarf haben in Sachen Rassismus, Aufklärung und deswegen richten wir das in großen Lesungen auch immer an alle Leute. Furchtbar, dass überhaupt sowas nach dem Holocaust passiert. Ja, und man müsste eben da mehr vorgehen gegen sowas. Das alles ernster nehmen, was so passiert. Ja. Selbstständig. Also, und liebe die Stadt Halle, aber wohnte ein Jahr in Halle und jetzt aber ländlich. Ja, so ein Anschlag macht schon viel mit der Stadt. Das macht uns angreifbar. Und ja, auch demütig natürlich. Und ja, regt sich ja jeden an, was kann man dagegen tun und so weiter. Ich bin Alvina und 29 und studiere Lehramt an der Uni Halle. Für mich hat sich das insofern verändert, weil ich in der Ecke wohne und auch die Leute, die den Dönerladen betrieben haben, kannte und auch regelmäßig da war. Und nach dem Anschlag war ja eine ganz lange Zeit zu, dann wurde umgebaut, es wurde ein super schönes Café aufgemacht, aber die Stadt bzw. die Bundesregierung hat auch gar nicht geholfen, den beiden betroffenen Arbeitern, die da an dem Tag da waren, und der Laden musste einfach zumachen. Und es ist jetzt natürlich ein Ort des Gedenkens und Erinnerns, aber das geht wirklich nur von den Leuten aus, die selber betroffen sind und die sich auch freiwillig daran beteiligen möchten.
Aber nach dem Anschlag, da war mir fest, nein. Solange, dass ich eine dunkle Hautfarbe habe, schwarze Haare im Kopf habe, es werde keine Rolle spielen, dass ich eine deutsche Ausweis in der Tasche habe. Weil es ist keine Mächtigkeit. Das ist der große Enttäuschung und Erstwachung ist von mir. Überall habe ich Enttäuschungen. Also ich weil werden uns so viele Lehrwörter gegeben und uns Stich gelassen. Deswegen habe ich kein Vertrauen mehr. Besonders zu den Politikern. Halle zu bleiben ist, ja, manchmal sage ich, hau ich ab von Halle, aber eine Seite ist mir, lass mich nicht los. Also Halle ist, ich bin seit 15 Jahren in Halle. War eigentlich eine schöne Stadt. Wenn man nach so vielen negativen Sachen erlebt, natürlich tut weh. Also, ich kenne jede Gesicht in Halle seit 15 Jahren, wenn man in einer Stadt lebt und meine Arbeitsstelle, Gastronomie, dann hast du, wenn du ein paar verschiedene Läden auch hast oder arbeitest, dann hast du jede Ecke und kennst du jedes Gesicht. Das ist wie Teil meiner Heimat geworden. Eine Seite kann ich nicht loswerden auf einmal, aber eine Seite von mir sagt, komm nie wieder in diese Stadt. Also, kann sein, dass ich morgen ausziehe, also steht nicht fest. Kein Plan. Früher war ein bisschen, wir haben so ein bisschen Angst gehabt, weil wir konnten auch nicht so gut Deutsch. Und jetzt, wir haben so gedacht, wir haben unsere Heimat vermisst. Und jetzt, wir haben Freunde, alle. Und zum Beispiel jetzt die Stadt wie unsere Stadt wie früher Afghanistan, jetzt ganz gut. Und jetzt ist alles okay. Und hier ist jetzt momentan ist ganz gut und läuft ganz gut. Ja. 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 So Anfang von dieser Attentat, da haben wir so auch Angst gehabt, aber es ist wieder normal gewesen. Es ist schwieriges Treiben. Familien sitzen auf Bänken und Kinder rennen über den Platz. Die Menschen wirken glücklich, aber trotzdem verspüre ich eine gewisse Melancholie. Ein paar Querstraßen weiter befindet sich der Heumarkt, eine kleine Straße, in der zwei Lokale am 19.02.2020 zum Anschlagsort wurden. Zwischen den beiden Häusern ist eine goldene Gedenktafel angebracht. In großen Buchstaben steht das Zitat »In Erinnerung und zum Gedenken, in Memoriam«. Darunter eine kurze Beschreibung, was in der Tatnacht geschah. Danach, wir werden sie nie vergessen. Links davon befinden sich Bilder der neuen Opfer. Es laufen Menschen vorbei, doch nur die wenigsten werfen einen Blick drauf. Einerseits scheint Normalität in die Stadt eingekehrt zu sein. Andererseits kämpft diese offensichtlich gegen das Vergessen. An mehreren Häusern befinden sich Sticker mit den Namen der Opfer. Einige Meter weiter sind wieder die bekannten Porträts auf Plakaten um einen Baum herum befestigt. Beim Überqueren des Heumarkts, direkt in der nächsten Querstraße, ist das Schaufenster der Initiative 19. Februar zu sehen, in dem sich wieder Plakate mit den Gesichtern der Verstorbenen aneinanderreihen. Bei Straßengesprächen mit Passanten wird klar, dass es nach dem Anschlag viele Betroffene gibt und viele in der Stadt trauern. Hanau ist klein, jeder kennt sich. Die Menschen teilen eine gemeinsame Geschichte. Zudem strahlen sie eine gewisse Wärme aus. Sie sind überaus freundlich und bemühen sich, einem ihre Sichtweise näher zu bringen. Das Beeindruckendste ist, dass augenscheinlich jede Person eine eigene, persönliche Geschichte mit der Nacht des 19. Februar verbindet. Außerdem gehen die Solidarität und Gemeinschaft auch über die Betroffenen hinaus.
Die Menschen strahlen ein Bewusstsein aus. Es wirkt, als hätten alle verstanden, was in jeder Nacht wirklich passiert ist und was für eine Belastung dies für die Angehörigen ist. Ich bin Willis Vater, die Held von Hanau. Ja. War nicht unser Ziel, das als Angehörige bekommen. Willi hat verliert sein Leben, Willi hat verliert seine Pläne, seine Zukunft. Willi hat alle verliert. Mit all diesen Sachen ist ein trauriges Paket, sozusagen. Wir haben für alles, was bedeutet alles? Erklärung, Konsequenzen, Gerechtigkeit. Wir haben für alle Druck gemacht, wir, die Angehörigen. Die Familie hat gehabt keine Zeit, traurige Zeit für sein Kind, für seinen Bruder, für seine Schwester, für seine Mutter. Wir haben gehabt keine Zeit, weil die Institutionen, welche sind vorbereitet für sowas, ne, sind professionell zum Unterstützen der Zivilen. Die wollen nichts mit uns reden, die wollen nichts mit die Familie, die Mutter erklären, was passiert mit seinem Sohn, mit seiner Tochter, mit seinem Bruder. Was für eine Hilfe hätten Sie sich gewünscht oder was für eine Unterstützung? Mein Gott. Hilfe, Unterstützung bedeutet für mich persönlich einen Polizisten, einen richtig professionellen Polizisten zusammen auf den Tisch erklärt, was passiert mit meinem Sohn und er muss auch mich erklären, warum seit mehr als 20 Jahren hat er Probleme mit dem Notruf. Ne? Ich als Vater, Willis Vater, ich bin 100%, dass mein Sohn, wenn die Polizei erreichbar, Willi lebt. Willi war nichts Blut, ne? Stupid guy. Warum hat nichts mich telefoniert? Ich kann nichts helfen. Er hat versucht, die einzige Nummer, ne, welche steht auf den jeden Polizeiwagen, 100. Verstehen Sie mein Deutsch? Es tut mir wirklich leid, dass mein Deutsch Unterstützung. Jetzt Unterstützung. Von wem haben Sie denn als Unterstützung bekommen? Haben Sie Unterstützung bekommen? Was meinst du, Unterstützung bekommen? Haben viele Leute Ihnen geholfen, wie zum Beispiel die Initiative 19. Februar? Gab es Politiker, die Ihnen geholfen haben, die mit Ihnen geredet haben? Die sich vielleicht Solidarität gezeigt haben. Natürlich. Es sind viele Menschen in dieser Welt, auch in Deutschland. Ich habe extra gesagt, auch in Deutschland, mit großem Herz. Es gibt viele Personen, welche hat Feeling, ne? Solidarität. Und die Initiative 19. Februar ist Seite von Familie, ne? Wir haben Hagen, Nevros, Marion, Melanie,
Und verzeihen Sie mir, es sind viele, 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 viele Leute, junge Leute, welche hat die Familie unterstützt und war immer dabei und ist immer noch dabei. Also zu der Zeit vom Anschlag war ich nicht in Hanau, also auch nicht in Deutschland. Ich war nämlich im Urlaub mit meiner Freundin, die am 19.02. Geburtstag hat. Und eigentlich wollte ich meinen Geburtstag hier feiern, weil zu der Zeit hat halt nicht jeder einen Führerschein. Und das ist halt ziemlich nah zu den Wohnorten gewesen von all unseren Freunden. Und 3 bis 4 Wochen vor unserem Geburtstag, also vor dieser Feier, haben wir uns spontan mit meiner Freundin entschieden, in die Türkei zu fliegen und um unser Geburtstag dort zu feiern. Und wir haben, meine Freundin hat am 19.02. und ich am 20.02. Geburtstag und wir haben in der Nacht dann nur einen Anruf bekommen, dass es hier einen Anschlag gab. Also so viel habe ich eigentlich auch nicht mitbekommen. Also ich wurde einfach nur gefragt, wo ich bin und wie es mir geht. Es gab ein paar Menschen, die halt nach mir gesucht haben und sich Sorgen um mich gemacht haben. Ein paar Stunden später haben wir wirklich richtig erfahren, was eigentlich hier in Hanau passiert ist. Und ja, wie man sich vorstellen kann, war das für uns ziemlich schlimm, da wir beide mit meiner Freundin zusammen auch den Besitzer von Midnight damals kannten und hier ständig nach der Schule in unserer Ausbildungszeit mal was getrunken haben oder eine Pfeife geraucht haben oder hier auch für unsere Ausbildung, also für unsere Prüfung zu lernen, sind wir hier sehr, sehr oft hier gewesen und das Gesicht von dem damaligen Besitzer kannten wir halt einfach ziemlich gut und ja, das war halt so, was mich sehr mitgenommen hat und das eine Bild, was mir nicht aus dem Kopf geht, wo ich ihn halt tot auf dem Boden legen sah. Ja, und danach war es halt ein bisschen schwierig, hier irgendwie herzukommen. Ich bin wirklich nach Jahren zum ersten Mal wieder hier gewesen und ja, also einfach war das nicht, weil in dem Moment öffnet sich einfach nur das Bild im Kopf und man sieht einfach nur dieses Bild die ganze Zeit und erinnert sich halt an den Tag zurück. Und heute arbeite ich hier. Ist es nicht so einfach gewesen am Anfang, aber man trägt Angst in sich, das ist völlig normal, aber ich sage immer, das Leben geht weiter und ich glaube, sowas sollte um Gottes Willen nie wieder vorkommen, aber wenn es einen treffen sollte, dann trifft es einen wahrscheinlich überall. Das ist Elif. Sie arbeitet heute in der Savage Bar, ein Shisha-Lokal am Heumarkt. Die ehemalige Midnight Bar, Tatort am 19. Februar, wurde hier unter neuem Namen erst zur Hashtag Bar von Leonard Otto und Sülfiga Kosgüner wiedereröffnet. Was verbinde ich mit dem Anschlag? Also wir waren alle sehr geschockt, weil dadurch, dass wir ja, also man kennt sich ja hier überall, war natürlich auch nicht klar, ist von uns jemand jetzt betroffen, Freunde, Bekannte und so weiter. Und tatsächlich ist auch von einer Bekannten von meiner Nichte, die beste Freundin, also eine gute Freundin, der Bruder ist gestorben bei dem Anschlag. Also wir haben sogar auch näheren Kontakt gehabt und von einer Bekannten von mir, der Sohn hat es überlebt. Also ist schon, also weil es halt Hanau ist. Also es ist ja einfach so nah gewesen. Und ja, also ich weiß noch, das war danach dann auch, waren wir hier auf der Demonstration. Da habe ich meine 2-jährige Tochter auch mitgenommen. Da haben wir ein großes Schild gemacht. Liebe ist stärker als Hass. Und da waren wir auch alle gemeinsam mit meinen Geschwistern und so. Also es war irgendwie auch schön, dass da Hanau und auch die ganzen Menschen alle so zusammengestanden haben. Und es war natürlich, ja, also ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ja. Also hat das eine große Bedeutung hier für die Stadt und für die Menschen in der Region, würden Sie sagen? Ja, auf jeden Fall. Also jetzt, ich glaube schon. Also es sind ja auch hier überall immer noch, dass die Namen nicht vergessen werden sollen. Also es gibt ja auch die Gedenktafel hinten und da, wo das halt passiert ist.
Ja, also ich glaube schon, dass das ein einschneidendes Erlebnis war, was hoffentlich alle auch mehr zusammenrückt. Ja. Dankeschön. Ich habe Angst. Ich habe große Angst, speziell wenn ich warte auf der Lampe mit meinem Auto, ne? Angst und unsicher. Unsicher, echt unsicher. Das ist die Bildungsinitiative Ferhat Unvar. Sie wurde von Serpil Temiz Unvar, der Mutter von Ferhat, am 14. November 2020, Ferhats Geburtstag, ins Leben gerufen. Die Bildungsinitiative soll Jugendlichen und auch Kindern sowie jungen Erwachsenen und allen in ihrem Umfeld, Eltern, Freundinnen, die im Alltag Diskriminierung erfahren, eine Anlaufstelle bieten. In der Bildungsinitiative treffen wir Cora und Erin. Wir sprechen mit ihnen über die Gründung der Bildungsinitiative und über die Herausforderungen, die sich seit dem Anschlag für sie ergeben haben. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass die Jugendliche, vor allem erstmal die Freundinnen und Freunde von Ferhat erstmal da waren. Also mit 19. Februar-Anschlag, das war eigentlich so bundesweit, hatte das eigentlich schon so einen starken Bruch eigentlich nur für allen. Und in Hanau war das natürlich auch so. Da war jeder eigentlich so betroffen, egal ob die Migrationshintergrund hatten oder nicht. Und da war eigentlich jeder sensibilisiert, vor allem auch die Jugendliche. Aber Sensibilisierung heißt ja natürlich nicht direkt, dass die auch aktiv etwas dagegen tun. Und das war unser Problem so ein bisschen. Also man muss ja mit der Sensibilisierung eigentlich mal was anderes schaffen, damit das nicht in Vergessenheit geraten wird. Also das müssten wir so gesagt politisieren, also diese Sensibilisierung, damit die Leute aufgeklärt werden, damit wir auch mal halt offenlegen könnten, was war das Problem, wieso gab es so einen Anschlag in Hanau, was wurde davor nicht gemacht, was wurde an Tatnacht eigentlich alles falsch gemacht und was bis heute noch eigentlich falsch gemacht wird. Das war unser Anliegen eigentlich. Was wir erreicht haben, sind halt, wir haben Jugendliche hier, die sich eigentlich bis vor der Anschlag eigentlich mit so Sachen, obwohl die eigentlich selber betroffen waren, also die meisten damit sich nicht beschäftigt haben, wieso oder ist es eine Normalität, weil für alle war das eine Normalität. Wir müssen halt in so ein rassistisches Klima leben, wir müssen mit Rassismuserfahrungen in der Schule vor allem schon leben, auf der Straße, im Alltag. Aber wir haben gezeigt, dass es halt nicht Normalität ist, dass man das auch ändern muss, dass man das ändern kann. Das war, glaube ich, das ist, was eigentlich auch so ein bisschen Hoffnung gibt, ist eigentlich das Besondere. Und das ist vor allem in Hanau wichtig, mit unseren Jugendlichen. Aber das sehen wir eigentlich bei unseren Workshops, da kannst du noch was dazu, oder bei den Vorträgen, Veranstaltungen, wo wir außerhalb in Hanau sind. Und da sehen wir das auch von den Jugendlichen. Das wird uns auch so erzählt, dass die sich eigentlich erst nach 19. Februar, nach diesem Anschlag eigentlich auch Gedanken gemacht haben, dass die sich organisiert haben, um etwas Organisiertes gegen Rassismus zu machen. Die Bildungsinitiative Ferhat Unvar macht sich stark gegen Rassismus. Sie ist als Raum und Organisation zentraler Bestandteil des Erinnerns und seiner Kultur. Das hat auch Bassam Ghazi bewiesen, der 2022 mit den Jugendlichen der Bildungsinitiative das Theaterstück »Tot sind wir erst, wenn man uns vergisst« auf die Bühne brachte. Und auch wenn wir am Ende eigentlich nur uns hinsetzen auf die Bühne und erzählen, wie diese Arbeit war, reicht das. Also wir verpflichten uns zu gar nichts. Und das war für die Jugendlichen super, weil ich glaube, wäre ich reingegangen, hätte gesagt, wir machen jetzt ein Theaterstück, hätten ganz viele gesagt, nee, warum, wieso, was soll ich da? Es wird doch schon die ganze Zeit irgendwie, die Kamera läuft schon die ganze Zeit mit. Wir werden schon permanent gefilmt in Großaufnahmen. Warum sollen wir jetzt noch ein Theaterstück machen? Und ich habe es so eher als Gedenk- und Erinnerungsraum betitelt und habe halt so diesen Prozess eher mit bestimmten Impulsen und eher in das gemeinsame Geschichten erzählen und gemeinsam schreiben. Und dann gab es einen Workshop, so einen Schreibworkshop, den die gemacht haben für ein Wochenende, wo ganz die ganzen Texte entstanden sind von denen. Das hat wiederum jemand anders gemacht, Leila, glaube ich. Und
Genau, so war das. In einer sehr kompakten Zeit haben wir wirklich sehr krass starkes Material, sage ich jetzt mal, für Theaterräume gekriegt. Und so konnten wir dann nachher sagen, gutem Gewissen, wir kriegen sowas hin, was so eine halbe Stunde ist. Und hatten ja auch nur die Bildungsunie zu proben und plötzlich stehen diese Jugendlichen dann am Tag X dann in Kampnagel auf einer großen Bühne und sollen dann irgendwie zu dem Persönlichen. Das war schon sehr ein schmaler Grat auch, wo ich immer so quasi Plan B mit einbauen müsste, falls dann doch jemand währenddessen sagt, was, dann ist mir zu heftig, ich verlasse die Bühne. Ne, also die Absprache gab es, dass sie auch während der Performance, wenn sie merken, kriegen sie doch nicht hin oder ist zu viel, ne, und unabhängig jetzt vom Text oder sonst was, sondern einfach von der emotionalen Dimension, die es dann doch ja hat. Ich war erstmal so richtig schockiert. Ich habe gerade bei uns in der Nähe, man hört sowas immer von den Medien, aber dass es so nahbar ist, hat mich einfach schockiert. Und ich finde das eine so schlimme Tragödie. Und was das bei mir bewirkt hat, ist, dass es nicht normal ist. Es sollte auch nicht normal sein und man muss strukturell dagegen ankämpfen. Genau, das hat mich noch mehr sensibilisiert, als ich schon vorher auch ein bisschen war. Ja, und in Hanau auf jeden Fall, was ich sagen würde, das hat die Jugendlichen sensibilisiert, also die Zusammenarbeit, politisiert auch vor allem. Also die Jugendlichen haben auch sich mit der Politik auseinandergesetzt, haben gesagt, ey, da ist ein Problem und wir müssen etwas konstant dagegen tun. Also das hat sehr viel bewirkt. Die Jugendlichen haben es zusammengeschlossen, wir waren wie eine Einheit, kann man sagen, und haben dann einfach gesagt, nee, wir müssen was dagegen machen, wir können das mit uns nicht machen lassen, wir müssen Deutschland zeigen, der Welt zeigen, dass sowas nicht normal ist und dass man dagegen ankämpfen muss im Grunde. Ja, das. Ja, ich kann zu mir sagen, ich bin auch migrantisch. Ich bin also türkeistämmig und ich musste halt auch früher, so vor allem in den Schulen, Rassismus erleben. Und bei mir war das halt zum Teil eher so gewesen, ich war so einer der wenigen Migrantinnen in meiner Klasse gewesen. Und dadurch, dass dann halt so viele Deutschstämmige sozusagen in meiner Klasse war, wurden dann viele von uns Migrantinnen sozusagen, ich sag mal, gewhitewashed und vieles wurde dann normalisiert. Auch so dieser Rassismus, den ich erlebt habe, wurde dann irgendwann für mich einfach normal. Irgendwann habe ich mir gedacht, so, okay, das ist anscheinend das Leben, es ist anscheinend so, es ist anscheinend irgendwie normal, dass man mich so behandelt, es ist anscheinend an mir, so ist es halt. Und ich war früher auch schon politisch aktiv gewesen, aber ich hatte nie so eine Plattform gehabt oder irgendwo einen Support, wo ich irgendwie meine Struggles erzählen könnte. Und es war früher immer so gewesen, dass meine Mutter eher für meine Rechte gekämpft hat, immer für mich gesprochen hat. Und ich dachte mir immer so, ja, Mama, lass, das ist halt anscheinend so. Und nach dem 19. Februar habe ich dann gemerkt, okay, das ist doch nicht normal, es existiert ein Problem und dieses Problem muss bekämpft werden, weil das kann niemals das Schicksal eines Menschen sein und wir Jugendliche werden es auch niemals zulassen, dass es überhaupt Schicksal von irgendjemandem sein sollte. Und nach dem 19. Februar haben wir halt vor allem gesehen, dass Jugendliche politisch wütend waren, weil viele Jugendliche, die so aufgewachsen sind wie ich jetzt zum Beispiel, die haben dann gemerkt, das ist nicht normal, das muss bekämpft werden. Und viele Jugendliche haben dann auch eine Plattform gesucht, wo sie sozusagen ihre politische Wut rauslassen können. Und so bin ich zum Beispiel zu Lidl gekommen und so habe ich mich dann halt auch aktiv eingesetzt, um an den 19. Februar zu erinnern und zu gedenken und vor allem nicht vergessen lassen. Im Rahmen unserer Bestandsaufnahme haben wir das Jugendzentrum in Hanau-Kesselstadt besucht. Es ist seit jeher ein zentraler Treffpunkt für Jugendliche. Auch viele der Opfer des Attentats haben hier ihre Freizeit verbracht. Mit Sozialarbeiter Günther, der viele von ihnen kannte, haben wir darüber gesprochen, wie das Jutz Halt bietet und die Erinnerung lebendig hält. Das Wichtige ist, dass die Jugendlichen hier das so ein bisschen als ihr Wohnzimmer immer beschreiben, so als Zuhause, so das Gefühl, ne? Und wir versuchen eben auch so ein bisschen, ja, wir bilden so ein bisschen familienähnliche Strukturen ab, ne? Also wir begrüßen die Jugendlichen mit Handschlag. Wir kennen auch ganz viele und unterhalten uns natürlich auch viel mit denen. Und ich glaube, das ist das,
was die Kids so am meisten schätzen hier. Ne? Wie würdest du sagen, hat sich die Bedeutung des Juts für die Jugendlichen seit dem Anschlag verändert? Es gibt eine Zeit vor dem Anschlag und es gibt die Zeit nach dem Anschlag. Ne? Das war einfach so eine harte Zäsur, so ein großer, gravierender Einschnitt, dass sich quasi eingebrannt hat, so in die Geschichte und in die Wahrnehmungswelt der Jugendlichen auch, ne? Und auch der Sozialarbeiter, die hier beschäftigt sind. Ne? Es ist schon immer so gewesen, dass Jugendliche hier auch in die Arme genommen wurden, dass man sich dann irgendwie nicht nur per Handschlag, sondern etliche, die man ganz gut kennt, irgendwie auch wirklich umarmt zur Begrüßung. Und nach dem Anschlag war das, ich habe das irgendwo auch mal in irgendeinem Bericht geschrieben, so viel umarmt haben wir uns noch nie im Jutz wie in der Zeit nach dem Anschlag. Ne? Ich glaube, im Stadtteil war es sowas wie der zentrale Anlaufpunkt, für nicht nur für die Jugendlichen, sondern auch für viele Eltern, Leute, die sich betroffen gefühlt haben von dem Anschlag, weil es dann völlig überfüllt war. Wir auch erst mal wochenlang keine festen Angebotszeiten hatten, sondern wir haben dann am frühen Mittag aufgemacht und abends dann irgendwann oder nachts zugemacht, wenn die Leute gegangen sind. Ne? Die Leute sind gekommen und haben sich halt in den Arm nehmen können, miteinander reden können, schwätzen können oder auch was zusammen essen, kochen. Ne? Ich glaube, dass das Zusammenkommen und Sprechen über Dinge und einfach Zeit zusammen auch verbringen, neben dem therapeutischen Ansatz, das Wichtigste ist, was man tun kann. Viele von den Jugendlichen, die enge Freunde der Ermordeten waren, sind so eine Altersgruppe, die sich jetzt langsam verabschieden vom Jutz. Ne? Die kommen zwar noch mit einer gewissen Regelmäßigkeit, aber die Zeit, wo die jeden Tag viele Stunden über da waren, die ist so ein bisschen rum. Aber die Jugendliche, die jetzt nachkommen, ne? Und die weder die Ermordeten kannten und auch gar nicht so in einem guten Kontakt sind mit den Klicken, die eng befreundet waren mit den Ermordeten. Ne? Die wissen, dass das hier ein Ort ist, wo das ein großes Thema, eine große Rolle spielt. Ne? Man merkt den Jugendlichen, die hierher kommen, egal aus welchem Stadtteil sie kommen, eigentlich an, dass der Anschlag schon ein Thema ist, mit dem sie sich viel beschäftigt haben, bevor sie hier überhaupt zum ersten Mal hergegangen sind. Das ist etwas, was man wirklich bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund auf jeden Fall durchgängig sagen kann und auch beim ganzen Teil von denen, die aus der Mehrheitsgesellschaft kommen. Und das wird auch noch lange ein großes Thema bleiben. Würdest du noch mal darauf eingehen, welche Rolle das Boxen gespielt hat? Nach dem Anschlag gab es hier wochenlang überhaupt keine Angebote. Niemand wollte Billard spielen, niemand wollte Musik hören. Na, normalerweise platzen die hier die Ohren irgendwie so. Ne? Und da war das wochenlang, es hätte einfach überhaupt nicht gepasst, da also Musik zu machen oder Tischtennis zu spielen. Aber nach einer knappen Woche, ich glaube mal weniger als 10 Tagen, haben viele Jugendliche gesagt, wir müssen uns bewegen, das muss wieder raus. Und das heißt, das Boxen war das erste Angebot, was wieder aufgenommen wurde. Ne? Weil es einfach, weil Jugendliche das gebraucht haben, das rauslassen zu können. Ne? Und also das war wirklich sehr wichtig, dass Jugendliche damit relativ schnell wieder angefangen haben. Dass ganz Hanau sich im Kampf gegen den Rassismus zueinander gestellt hat. Doch wie sieht es eigentlich aus politischer Perspektive aus? Wir haben Oberbürgermeister Klaus Kaminski von Hanau nach einer Bestandsaufnahme gefragt. Was macht eine Stadtgesellschaft in der Perspektive? Übrigens mit Umgang eines Phänomens, da lege ich dann schon auch als Hanauer Oberbürgermeister Wert, das nun überhaupt nicht Hanau-spezifisch ist. Diese Stadt Hanau, oder ich habe es mal einer Kollegin von Ihnen anders erzählt, wenn Sie mich bis 10 Minuten vor dem Attentat gefragt hätten, ob ich mir ein solches Attentat in Hanau vorstellen kann, dann hätte ich Ihnen gesagt, sowas kann man nirgends ausschließen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas in Hanau passiert, die ist deutlich geringer. Das glaube ich, hätte ich ganz fest 10 Minuten vor dem Attentat geglaubt. Warum? Weil diese Stadt gewohnt ist seit Jahrhunderten, ich könnte Ihnen jetzt die ganze Geschichte erzählen, mit Menschen aus unterschiedlichen Nationen, unterschiedlichen kulturellen Herkünften, unterschiedlichen Bildungsständen und, und.
im Tagesgeschäft, im Tagesmiteinander nicht in jeder Sekunde entspannt. Das kann auch anstrengend sein. Es ist aber auch Bereicherung. Wir sind jedenfalls gewohnt, friedlich, tolerant und respektvoll miteinander umzugehen. Deswegen hat es uns auch besonders getroffen, im Sinne von ausgerechnet bei uns. Ich bin es meinem Kind schuldig, bis zum Ende zu gehen. Und ich bin es all den anderen Kindern schuldig, die noch leben und unversehrt sind. Und seit es alles passiert ist, lassen die uns nicht zur Ruhe kommen. Auf der einen Seite schreien die rum, jetzt reicht's mit euch, hört auf damit. Wir wollen alle unsere Ruhe genießen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass die Behörden komplett versagt haben und ihrer Pflicht nicht nachgekommen sind. Dann musste ich erleben, dass man da Witze darüber macht, über den Notausgang. Die machen da Witze. Das stand hier in der Zeitung. Ich weiß nicht, was da lustig ist. Beim ersten Treffen mit CDU-Politikern in Hanau kamen die schon mit den Vorwürfen wegen Willi, was fährt er ihm denn auch hinterher, dem Täter? Was fährt er ihm denn auch hinterher? Dass er 5-mal die Polizei gerufen hat, sich 2-mal verwählt hat und 3-mal durchgekommen ist. Auf seinem Handy sieht man das. Die Jungs, die den Anschlag überlebt haben, haben am nächsten Tag gesagt, alle Türen waren verschlossen. Die haben das ausgesagt. 2 Polizisten sagen, die Tür war abgeschlossen. Und der Staatsanwalt sagt, nach 2 Jahren kann ja sein, dass sie nur geklemmt hat. Entweder verarscht er mich oder er ist seinem Job nicht gewachsen. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass der Notruf seit 2002 nicht funktioniert. Wir reden von der 110. Und jetzt weiß es keiner ist dafür verantwortlich. 2016 machen sie den Probelauf und kommen zu dem Entschluss, dass es sofort gemacht werden muss. Und keiner wusste davon. Ich meine, jemand muss es ja in Auftrag gegeben haben. Jemand muss es ja, oder sind die so unfähig? Dann weiß ich nicht, welche Erkenntnis schlimmer ist. Ein Polizist sagt am Tatort einem Vater ins Gesicht, und ich rede jetzt vom Vater von Willi Birell-Paun, er hätte nicht gedacht, dass ein Zigeuner Zivilcourage hat. Und der andere Polizist nebendran lacht. Die haben meinen Sohn, der blond war und blauäugig, jeder kennt ihn, als orientalisch-südländisch beschrieben, aufgrund seines Namens und Nachnamens. Und jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Wie hoch ist die Möglichkeit, dass Polizisten kommen, die auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, wenn ich die anrufe und um ihre Hilfe bitte? Politiker im Untersuchungsausschuss gefragt. Er prahlt immer damit, er war Justizminister. Er war stellvertretender Ministerpräsident. Er weiß alles. Ich habe ihn gefragt, wenn mein Sohn morgen eine Heidi heiratet und Gott bewahre, es passiert wieder etwas. Kommt er wieder der Ausländerbeirat? Da sagt er zu mir, nach dem Nachnamen zu urteilen schon. Also muss ich Schmidt oder Müller heißen? Soll ich mir die Haare blond färben? Das ist so. Das ist die Realität. Einmal Kanake, immer Kanake. Wenn Sie das auch so zu sagen, woraus ziehen Sie Ihre Kraft zum Weitermachen, trotz all der Steine, die eine Aufklärung in den Weg gelegt werden? Wir sind es den Toten und den Lebendigen schuldig. Und ich bin es den Menschen schuldig, die ihr Vertrauen seit 20 Jahren jemanden hier gegeben haben, der es nicht verdient. Und wenn ich sage seit 20 Jahren, meine ich seit 20 Jahren. Gucken wir uns an, was in den letzten 20 Jahren passiert ist. Besonders in diesem Bundesland. NSU, NSU 2.0, der Terroranschlag von Hanau, das alles, Walter Lübcke, das hat eine Kontinuität
Das kommt nicht aus dem Nichts. Irgendwo hat seine Ursachen. Danke. Ich bin sehr dankbar für jede einzelne Stimme, die nicht mich unterstützt, sondern der es gelegen ist, dass die Sache aufgeklärt wird, dass Konsequenzen gezogen werden, damit es in Zukunft nie wieder passiert.